Diese. Na gut, da gab es ja auf Twitter jetzt, hast du das mitbekommen, dass Beidl geht? Ja, Beidl-Gate. Irgendwas ziemlich inkorrekt, es müsste Nudelgate heißen. Ja. Das ist eine oberflächliche Diskussion, die zwar ganz witzig ist, aber Ja, eigentlich. entscheidend, warum hat der, wer dieser, wie heißt der Schube, wie hat der Mit. Schmidt, Ja. wieso hat der das draufgekommen? Man weiß es nicht. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob das wirklich so stimmt, ja, mit diesen 2500 Bildchen. Ich weiß es nicht. Und wenn, ich ganz ehrlich, sei mir nicht böse, 2500 Fotos von irgendwelchen Bimmeln, Ja. wer schaut sich das an? Ja, das, Warum? ja, erst einmal, Und wer was macht ist denn das und wer schaut sich das an? Wer sammelt das? Das ist das Ärgste, glaube ich. Ich habe mir ja dann überlegt, sind das 2500 verschiedene Ach so. oder sind Oder das, aber weiß in ich, oder 2500. genau, weiß ich halt einmal mit Marschall, Wer weiß es vielleicht einmal mit nicht. einem Blümchen drauf oder so, vielleicht einmal bemalt. Das war die Frage, die ich mir persönlich gestellt habe, die ich aber nicht beantwortet. Wir wollen das alles sehen, so wie das Ibiza-Video. Ja, Das ist gerade an die Öffentlichkeit. also ich meine jetzt ganz ehrlich, ja? Ich meine, weil 2500 verschiedene frontal fotografiert irgendwie, ich weiß nicht, warum man sich Ich verstehe es auch. sowas. Ja. Also. Oder es ist eben in Vari es sind halt weniger, aber dafür die in Varianten dann. Ja, oder Foto, ja, gemalt. eine Studie über Eine eine Studie, welche Möglichkeiten es da gibt und welche Formen und so weiter und so weiter. ja, Aber natürlich, ja. dass einer diese Fotos macht oder zusammensucht oder ich Ja. weiß, aber dass das jemand sammelt, also sich Ja. quasi auch sehen, Und noch das. dazu am Handy, dass ich meine, damit das immer mit hat. Also was Persönlicheres in Wahrheit gibt es ja heute kaum mehr als ein Handy. Ja? Eben. Ja? Ja. Weil das, wenn irgendwas ist mit der Polizei, ist das Erste, was da abnehmen, ist Handy und dann erst den Laptop. Ne? Als Erstes nehmen das Handy ab. Ne? Also das ist mir unbekannt. Na gut, geht. Sind wir aber, also Hirn hat er vielleicht jetzt nicht so viel, Ei vielleicht auch nicht. Das wäre jetzt interessant, ob bei diesem Beidel geht, auch die Eier auch dabei waren. Oder Das weiß man eben nicht. Nicht? Ist man weiß überhaupt nichts. das mit Du hast Skrotum, völlig recht, ohne das gehört, Skrotum? wie das Ibiza-Video gehört, das veröffentlicht. Wir wollen das auch sehen. Oder? Ja, es Schon. gehört eigentlich besprochen. Ja. Eigentlich gehört das besprochen, veröffentlicht, Es gehört ja? offengelegt, es gehört Offengelegt, immerhin, entschuldigen, das ist ja von einem Staatsbetrieb. der Besitzer dieser Geschlechtsmerkmale sind. Ja? Und jetzt in Anbetracht dessen, dass er ja in einem Staatsbetrieb und das auf einem Diensthandy hatte, ist das ja quasi allgemein gut, oder? Gewissermaßen, ja. Gewissermaßen. Das heißt, wir haben ein Dafür Anrecht Steuer darauf, bezahlt. wir haben dafür Steuer bezahlt. So ist es. Dafür Also Steuer eigentlich, bezahlt. Ja, genau. gehört ein, gehört veröffentlicht. Ja. Gehört mir auch, hoffentlich. Eigentlich fällt mir jetzt ein. Es gibt ein Buch, ein sehr zu empfehlendes Buch übrigens, von einem amerikanischen, glaube ich, Zoologen und Neurologen, was der ist. Gewisser sowieso Sapolsky heißt der, mit Vornamen weiß ich jetzt nicht. Der schrieb ein Buch, das hieß Mein Leben als Pavian. Und der hat eine Pavian-Horde beobachtet, 20 Jahre lang, aber nicht indem er, hat sich nur immer neben die gesetzt und hat die angeschaut, hat nichts gemacht und die haben ihn irgendwann einmal geduldet. Und du sitzt da, haben sie die Beine gedacht, der tut nichts. Und der hat unter anderem, also die Hierarchie, die in dieser Horde herrscht, also die ganz streng patriarchalisch ist, und zwar extrem, ja, mit einer offenbar genetischen Unterwürfigkeit der Pavian-Damen und so weiter, die bis ins Prostitutive geht. Ja? Also,
ist zu lesen, hochinteressant, und der schreibt es aber ganz locker. Der hat zum Beispiel, wenn man jetzt Eier aus Bodenhaltung, herausgefunden, dass sich männliche Paviane, sofern sie nicht in einer kompetitiven Situation die Rangordnung betreffend befinden und also gewissermaßen befreundet sind, dass sich die, wenn sie einander begegnen, so als Zeichen dieser Freundschaft, gegenseitig am Penis ziehen. So, lang nicht gesehen, wo hängst denn du immer herum und so. Mir geht jetzt dieses Blick nicht aus dem Kopf und ich überlege jetzt gerade, früher, also vor Corona, haben wir ja einander die Hand gegeben. Ja, jetzt machen wir nur mehr so. Ja, wenn jetzt das nicht mit dem Handgeben gewesen wäre, sondern diese Pavian-Tradition. Man genommen hätte als Alternative. Wenn das gewesen wäre, statt dem Händeschütteln, müsste das dann aus Pandemiesicht auch aufhören? Vermutlich. Naja, weiß ich nicht. Man könnte natürlich, die Übertragungsmöglichkeit wäre ja dann einseitig. Eben, das wäre vielleicht unsere Rettung gewesen. Das wäre, vielleicht hätte sich das Corona niemals verbreiten können, wenn diese Pavian-Tradition anstatt des Händeschüttelns gewesen wäre. Jetzt stell dir das vor, wir sind etwas auf der Spur, das ist dieser, ja, Wahnsinn. Na, wenn man sich vorstellt, es ist doch bei diesen politischen, also Besuchen und Gegenbesuchen, so diplomatische Geschichten, ja, wo dann die Staatsoberhäupter dann minutenlang für die Presse einander die Hand schütteln. Nicht? Was jetzt wahrscheinlich auch nicht ist, aber es war ja so, damit ja jeder Fotograf vom hintersten Schulterblatt ein Foto kriegt. Stell dir vor, was da gewesen wäre. Das wäre nicht vorstellbar. Ich sage nochmal, das Buch ist wirklich hochinteressant und nicht so lustig, wie wir jetzt lachen, aber das ist unglaublich. Also die Hierarchie der Paviane ist ein Wahnsinn. Vielleicht ist es Beidel geht in Wahrheit eine Vorbereitung auf neue Traditionen der Pavianart. Hochinnovativ war der vielleicht, nicht? Der das hat kann sein. 1500 Beispielen überlegt, wie schüttelt man, wie macht man das am Scheitern? Ja, genau, vor allem. Ja, und eines ist ja auch, Frauen haben das tendenziell nicht so sehr, aber es gibt ja Männer, denen gibst du die Hand und du nachher glaubst du, deine Hand ist zerbröselt irgendwie, ja, weil die einen dermaßen derartigen Händedruck haben, dass du glaubst, du kannst gleich ins nächste Krankenhaus fahren. Das wäre mit den Pavian-Dings auch irgendwie, na, die müssten das überdenken. Weil wenn der da hingeht und dann so quetscht. No, vorhin, da glaube ich, wäre es weniger auch das Quetschen, aber das Anreißen wäre vielleicht. Ja, das machen auch manche gern. Ja, da hast recht. Ja, manche reißen so an. Es gibt ja Kontakt, die dann so die Hand. wie der Oberförster aus Ding, die dann so, Servus! ja, nein, anreißen hast recht, das ist noch gefährlicher. Als wahrscheinlich so festdrücken. Ich weiß es ja nicht. Ne? Aber wie das so. Bei den Pavianen passiert es nur unter den Männchen. Also, unter den Männchen. Und wie begrüßt man, dann sagen wir, die Weibchen dann? Gibt es da auch irgendwas? Die werden dort überhaupt nicht begrüßt. Die werden in dieser, soweit ich das im Kopf habe, noch, die sind dort wirklich, also nicht wirklich, die werden zwar beschützt, und wenn sie dazu ihnen. Clan kann man nicht sagen, zu irgendeiner Partie kehren, ich weiß nicht, innerhalb der Horde, innerhalb einer Neigungsgruppe der Horde, wie auch immer, die wuseln um die Herrscher oder den Herrscher herum geradezu, auf dass er sie beschützt und zu sich nimmt, und das ist ganz, das ist ein bisschen spooky sogar für mich. Der beschreibt das sehr gut. Also wenn du es einmal wo siehst, oder findest, es ist
ist hochinformativ und interessant. Sehr interessant. Ja, aber natürlich, ja, also in Anbetracht dessen erscheint das Beidelgied unter einem ganz anderen Licht, oder? Ja, diesen Auspizien völlig anders, ja, stimmt. Ja, genau. Ganz anders. Bitte, es ist zu beobachten bei unserer YouTube-Anstrengung da beim Sesselkreis, ist ein Quotenschwund zu beobachten. Das ist uns nicht recht. Wir mögen. Jetzt verabschieden wir uns von Ihnen. Schönen Tag noch. Oder Abend, wann immer Sie das schauen. Papa. Damit wir sieben Süßes auch drin haben. Für den Hauptabend. Papa. Bis zum nächsten Mal.